Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge heute hier am Samstag, dem 4. Mai bereits, auf MikeOHazard TV. Ich bin's, der Eisberg, und begrüße euch wie immer ganz herzlich hier zurück. Mit dem Heiko natürlich. Ja, hallo. Heiko nicht vergessen hier. ja, das Problem ist, der Wildeintopf braucht noch 74 Lagerfeuerbohnen. Die kriegt er aber von da drüben nicht mehr, weil hier drüben keine mehr in Auftrag sind, beziehungsweise nur noch zwei. Ja. Da kommen nur noch zwei. Das heißt, da fehlen noch 72. Im Lager sind noch Bohnen da. Ja, 147. Soll ich welchen Auftrag geben einfach? Ja, mach mal. Ich glaube, genug Material haben wir ja. Deswegen, Bohnen ist jetzt auch nicht so das Problem. Ich brauche allerdings 2 Minuten pro Stück und ich brauche 4 pro Auftrag. Du, was ich jetzt allerdings brauche ist 50 Eisenbahnen. Okay. Achso, ich muss das Lager erstmal verlinken hinten. Wo das ist heftig, ey. Also bei Backen fehlt dann sowieso nur noch das Mehl. Ja. Beim Kochen fehlt ja nur noch der Obstsalat bei Advanced Cooking, ne? Ja. Also beim Zement fehlen die 50 Eisenbahnen, 31 Lumber und 80 Bricks. Okay. Und Electronic hat die 50 Gold und 50 Kupfer. Obwohl, Weizen hatten jetzt gar nicht mehr so viele hier. Einfach ernten und bei ihnen ins Lager packen. Passt schon. Er muss echt mehr verarbeiten. Er hat auch wahnsinnig viele von diesen verarbeiteten, gegrillten, also die gegrillte Prärielilien da, die er dann halt für den Lagerfeuereintopf halt auch braucht. Ja. Genau wie den Mais nämlich auch. Also irgendwie hätte ich jetzt gehofft, dass mein Zement irgendwie Kohle braucht. Hat irgendwie jetzt den Kram, den er jetzt braucht. Warum macht denn er keinen Lagerfeuereintopf? Hm. Er hat hier zig von diesen Prärielilien gegrillten Mais. Ihm fehlen nur Fleischreste. Okay. Und wenn er die auch hat, kann er doch. Also, und Talg braucht er auch noch. Talg. Ja, gut, aber Talg habe ich genug. Aber Talg hat er auch hier. Also fehlt ihm da jetzt irgendwas? Nee. Lagerfeuereintopf. Fleischreste fehlen ihm. Ja. Hat er auch ein paar da. Naja, gut. Er muss sein Lager mal ein bisschen anders hinstellen, finde ich. Ein bisschen sortierter. Die Kisten stehen teilweise auch zu weit auseinander, weil teilweise kommen die Sachen nicht ran. Weißt du, das muss er noch ein bisschen umstrukturieren hier, finde ich. So, ich weiß nicht, das Filet, das ist von dir direkt, das Filet, ne? Ja. Das ist aber noch nicht gegrillt, ne? Ja. Kurz angebratenes Fleischrezept. Okay, dann wird das also hier. So, hier ist ein Wild, ein Topf, okay. Ansonsten ist nichts da zum Mitnehmen, ja. Also er muss hier echt ein bisschen umstrukturieren noch. So, aber erstmal alles abgeladen. Weil er hat jetzt einen Haufen Material da. Er muss jetzt nur wieder verarbeiten, ne? Ja, mal schauen. Weiß ja nicht, hat immer erst abends Zeit, war, ne? Ja. Nee, weißt du was? Ich breche den Bodenauftrag da ab. Das ist Bodenverschwendung. Dann müssen wir ihm sagen, dass er mal reinkommen muss und ein paar Aufträge wieder machen muss. Weißt du? Mhm. Das ist Blödsinn sonst hier, oder? Wie siehst du das? Ja. Darf dich gerne dazu äußern. Was ist hier Verschwendung? So. Ich mache ein bisschen Holz, weil ich versuche das Lammer irgendwie zusammen zu bekommen. So, hat er irgendwas fertiges? Er hatte Obstsalat da 5-mal, aber den kann ich ja schlecht essen. Ja, den braucht er nämlich für das Buch. Genau. Ach, der Obstsalat wird übrigens nochmal benutzt im süßen Salatrezept. Oh.
Wahrscheinlich damit zusammen mit Zucker, ne? Weiß ich nicht. Der süße Salat ist denn. Hat 1100 Kalorien und 22 mal Vitamine, Heiko. Uh-huh. 18 Kohlenhydrate. Boah. Der wird zusammen mit, also jetzt ohne Boni zumindest, mit 4 einfachen Salaten, 4 Obstsalaten und 10 Zuckersirup gemacht. Oh. Brauchst du aber fortschrittliches Kochen, also fortgeschrittenes Kochen, Stufe 3. Oha. Aber das hat er, glaube ich, schon. Nee, fortgeschrittenes Kochen ist noch ein Dings. Ach, der hat nur das normale Kochen, hat er nur. So. Ja. Nicht das Advanced Cooking, genau. Stimmt, da war ja was. So. Aber ich könnte die Obstsalate mitnehmen und ihn schon in das Buch reinschmeißen, die 5. Ja. Das könnte ich machen. Damit sie nicht irgendwie untergehen. Genau. Aber ansonsten ist hier. Hier drüben liegt halt noch Lehm, Heiko, ne? 21 Mal. Oh. We're hungry to work, ey, das gibt es noch nicht. Oh, meine Achse ist auch kaputt. Ja, das fällt mir manchmal auch nicht auf, wenn die kaputt geht. Das ist kacke dann. Nee, er muss diese Lagerfeuer-Eintöpfe oder was das hier ist, muss er ein paar echt mal einen Auftrag geben, weil er hat da, wie gesagt, einen Haufen von diesen Präsidien rumliegen und einen Haufen gegrillten Mais. Talg und Fleischreste hat er theoretisch auch, er muss ihn nur mal einen Auftrag geben. Ja. Und von mir könnte er auch noch rein theoretisch genug Fleisch bekommen. Ja, das auf jeden Fall, von dir sowieso. Ja. So, kein Stein mehr, heißt, der wird fünfmal Stein produziert. Also eigentlich ist das Gebäude jetzt gar keine Schmiede mehr, hier mein altes. Es ist offiziell keine Spiele mehr, weil hier ist nichts Metallverarbeitung mehr, Heiko. Mhm. Alles weg. Ja. So, Obstsalat, schmeißen wir mal was da rein. So. Ach, es fehlt ja auch nur noch der Obstsalat. Der andere ist schon drin komplett, ne? Ja. Einzige, was noch fehlt. Dann fehlen jetzt nur noch 15 Obstsalate. Mhm. Dafür braucht er halt noch mehr Heidelbeeren. Mhm. wir könnten aber wieder ein Buch starten, sehe ich gerade. Welches denn? Also, Backen haben wir drin. Haben wir Industry eigentlich schon? Bauholz, Moment, eins nach anderen. Bauholz haben wir schon, Dünger haben wir schon, Elektronik ist schon drin. Fortgeschrittenes Kochen läuft, ist drin. Fortgeschrittenes Schmelzen haben wir fertig. Glasverarbeitung haben wir, grundlegende Technik haben wir. Industrie ist nicht drin. Industrie wäre nicht drin. Und Industrie macht Sinn vor Ölbohrung, oder? Glaube schon, ich weiß es nicht. Zement ist ja schon drin. Ich glaube, ja, es wäre nur Industrie und Zement, die ich aktuell starten könnte. Zement haben wir schon. Industrie und Ölbohrung meine ich. Ja. Ja, und danach fehlt nur noch fortgeschrittenes Backen und innovatives Kochen. Dann haben wir zumindest alle Bücher. Ja. Dann haue ich jetzt Industrie rein. Jo. Oh, 1000 Stahl. 100 Stahl. 100 mal Stahl. Ja, Stahl. Stahl wird genutzt in 47 Rezepten, Heiko. In Wellblech, in Flachstahl, in gerahmtes Glas und Stahlrohr erstmal. Das ist ja alles Baumaterial an sich. Dann gibt es einen CO2-Kanister-Rezept, das braucht er dann für das hier Edge-Cooking hier, für dieses ganz komische Kochen da. Flüssiger Stickstoff-Rezept ist auch dafür. Was wollte er dafür bitte? Elektromotor, Bewährungsstahl, Niete, Stahlachse, Stahlzahnrad, Stahlplatte, das ist wieder dasselbe wie da hinten, weil ich jetzt alles aus Eisen noch mache, Heiko. Ja. Brauche ich den ganzen Mist dann nochmal später nochmal separat aus Stahl? Oh Gott. Ich mache den Mist ja gerade erst aus Eisen da hinten. Stahlschrauben und Stahlräder und Zahnräder und sowas. Und dann gibt es ja alles aus Nieten nochmal. Stahl benötigt für Fertigkeitsbuch Industrie und innovatives Kochen, Heiko. Oh, fürs Kettensägenrezept wird Stahl benötigt. Hm. Für alle modernen Werkzeuge. Also die modernen Werkzeuge und die Stahlwerkzeuge. Ja. Wir werden eine Menge Stahl brauchen. Für den Kompaktlader, für den LKW, also nicht den Dampf-LKW, sondern den normalen LKW. Fürs Computerlabor, für den Elektriker, also diesen elektrischen hier Mechanikertisch. Ja, klar, hier, elektrische Stanzpresse. Das ist ja wieder eine Presse. Ja.
Elektrische Wandleuchte. Elektronikfertigungsrezept. Laboratorium. Große Wellstahltür. Also ein großes. Und da ist der Laser, Heiko. Laserrezept. Beim Stahl. Auch Stahl dafür. Und Laserrezept. 200 Goldbarren, 200 Stahl, 100 Schaltkreise und 50 gerahmtes Glas. aua. Also ohne Bonis. Und wenn du nur den. Benötigt aber nur Elektronik. Du brauchst nicht Elektronik Stufe 1, 2, 3, 4. Du brauchst nur Elektronik dafür. Wird bei der robotischen Fertigungsstraße dann hergestellt. Oh. Wie groß die wohl ist. Die robotische Fertigungsstraße? Allein diese Fertigungsstraße brauchen wir eben schnell ohne Skills. 70 Beton, 12 Elektromotoren, 28 Servomotoren und 60 Stahl. Ja, Und dann wieder. hat eine Fertigungszeit von 3 Stunden. Ach du Schande. So, und wie groß die Straße ist, willst du wissen? Sie braucht ein Volumen von 75 Kubik. Und definitiv Stufe 3. Eisbeton. Oder Wellblech. Ja. Meist aber eher Beton, glaube ich. Dann mache ich eher Beton. Ja, ich habe auch. Weil Eisen, für Wellblech brauche ich definitiv mehr Eisen als für Beton. Also nehme ich Beton. Ja. Weil Steine haben wir ja noch. Das stimmt. Gut, dann starte ich jetzt Industrie. Ja. Auch nur 100 Stahl. Nur. Yeah. So, Stahl wird hergestellt am Hochofen. Da gibt es zwei Rezepte zu. Einmal mit normaler Kohle und einmal mit Holzkohle. Okay. Wo wird die Holzkohle eigentlich hergestellt? Am Hochofen. Oh, das ist praktisch. Kohle haben wir zwar aktuell, aber ne, ich weiß ja nicht, wie viel Kohle da weggeht. Wenn ich hier sehe, Stahlgrundrezept, ja. Ja. Zwei Kohle für einmal Stahl, Heiko. Dann gute Nacht. Genau. Aber gut, mit dem Punkt in fortgeschrittenes Schmelzen sinkt das schon mal auf die Hälfte. Das heißt, ich brauche für einmal Stahl 0,5 Brandkalk dann. Oh. Und 4 Eisenbarren aber dann schon für einmal Und Stahl. Brandkalk bekommst du woher? Na, Brandkalk ist dann wieder über Kalk, ne? Das geht über, Meine macht Aufgabe, auch der ja. Hochofen. Echt? Ja, eine Oh. chemische Komponente, die in der Stahlherstellung benutzt wird, hergestellt bei Hochofen Brandkalkrezept. Ja. Oh. Macht er selber. Kann ich selber herstellen. Ja, ihr seht, wir haben viel noch zu tun hier, Ja, um das vorwärts zu ist sehr kommen. viel. Mein Rathaus verkommt schon eher zu einem Deko-Objekt als zu einem Nutzen. Muss ich irgendwas mitnehmen mit rüber jetzt wieder? Abgesehen von was zu essen? Eigentlich nicht, wa? Karren? Ja, den Karren, klar, aber ansonsten irgendwas? Ich fahre hier mit Nils seinen Karren durch die Gegend, ne? Ja. Mein Karren steht ja unten im Treppenhaus. Aber sonst eigentlich von hier Also brauche ich hier kaum noch was. ich versuche gerade nur irgendwie 31 Lammer zusammen zu bekommen. Okay. Mir geht es jetzt so wie dir damals, Heiko. Du Okay. hast dich damals ja auch größtenteils nur noch da drüben im Industriegebiet aufgehalten. Ja, jetzt weißt du auch warum. Ja, klar. Obwohl es damals leichter war, Eisen zu finden, Heiko. Das stimmt. Deutlich leichter. Ja, nicht wie jetzt hier, wo es nur an bestimmten Stellen Eisen gibt. Damals gab es ja überall Eisen an jeder Ecke, nach dem Motto. So, die Fahne sind auch wieder fertig gesetzt.
Bevor ich die vergesse halt. Ja. Ich habe schon 11 Lamba habe ich schon zusammen. Okay. Wofür brauchst du gerade Zement. E-Book. Lumber? Ach so. Wie viel fehlt da? Wie viel brauchst du da insgesamt? 31. Fehlt jetzt noch. 20. Geh doch rüber hier in das Siegel wieder Liter Lamber rum. Okay, ich dachte, du brauchst das noch. Naja, also jetzt fürs Buch ist, kannst du es dir rausnehmen. So, Ist ja für einen guten Zweck. Ja. In Anführungsstrichen. Ich glaube, ich habe mich gerade umentschieden und mache die Seitenflügel vom Rathaus doch nur eine Etage hoch. Okay. Weil. Weil das sonst, glaube ich, einfach zu groß wird und ich will, dass das irgendwann auch mal fertig wird, diese Hütte. Einmal bitte getötet. Okay. So, und wie war jetzt Folge? Ja, die Folge, die ist seit 1,5 Minuten zu Ende. Dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, dann morgen wieder. Morgen dann aber endlich wieder in Form eines Livestreams. Und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr natürlich wieder einschaltet. No? Und verabschieden uns dann demzufolge bis dahin von euch und wünschen euch noch einen schönen Rest Samstag. Genießt das Wochenende, falls das Wetter denn schön sein sollte, hoffe ich auch mal sehr. Und ja, verbleiben bis dahin und sagen ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss.